Ich heiße euch recht herzlich willkommen und schöne Grüße aus Solingen vom Klingenpfad. Ich mache jetzt hier eine kleine Tour durchs Itertal und lasse mich von der Natur mal so ein bisschen entspannen wieder und genieße die Natur. Das Rauschen der Itter, die hier entlang fließt. Leider habe ich ein bisschen weiter oben auch noch Hochwasserschäden gesehen. Und hier vor mir ist ein Esel, der lässt es sich auch gut gehen hier. Da hinten sind auch noch Ziegen oder irgendwie sowas in der Art. Und ich versuche heute mal folgende Kombination, damit ihr das wisst. Ich werde heute keine Musik einspielen, sondern wieder nur Naturtöne die Regie übernehmen lassen sozusagen. Aber wie ihr schon gemerkt habt, heute wird wieder gequasselt. Also wenn ihr Lust habt auf ein Quasselvideo ohne Musik mit Naturgeräuschen, dann wünsche ich euch viel Spaß und schön, dass ihr dabei seid. So langsam laufen wir auf Eschbach zu, dieses kleine Dörfchen, diese kleine Hofschaft. Unterhalb von Solingenwald, da könnt ihr nochmal einen ungeschützten Baum sehen, ob der vielleicht vom Hochwasser noch ist, kann ich nicht beantworten. Aber ich wollte euch was anderes erzählen. Es ist mir gerade eine Dame an mir vorbeigelaufen und hat mich gefragt bei den Drohnenaufnahmen, was ich denn da machen würde. Ja, ich mache Drohnenaufnahmen für ein Wandervideo. Ach, dann kommen ja demnächst noch mehr Leute und tralala und das soll ja geheim bleiben und so weiter. Habe ich ihr gesagt, gute Frau, das ist hier der Klingenpfad und der Bergische Weg. Ich weiß nicht, was daran geheim zu halten ist. Von wegen, man hätte die Itter da vergiftet und ach, was weiß ich, was die da alles erzählt hat mit ihren zwei Hunden. Also, schöne Grüße an die Dame. Bergischer Weg und Klingenpfad, wie geheim kann das wohl sein? Naja, auf jeden Fall wollte ich das kurz mal erwähnt haben und ich finde es nach wie vor richtig schön. Wenn man weiß, dass dieser kleine Fluss, die Itter, dann später in den Rhein mündet. Da habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal probiert, beziehungsweise einmal probiert, diese Mündung da zu finden. Aber ich habe ja dann bei Wikipedia, dass der Zufluss in den Rhein unterirdisch erfolgt. Da hat mir auch einer von euch mal einen Kommentar geschrieben, dass es eventuell geändert werden soll, baulich. Ich weiß den aktuellen Stand der Dinge jetzt da nicht, aber morgen kann ich euch versprechen, werden wir eine Mündung sehen in den Rhein, beziehungsweise ich mache morgen eine weitere Wanderung und zwar von Solingen zur Wuppermündung in Leverkusen, denn da kann man das sehr schön sehen, wie die Wupper in den Rhein mündet und so als kleinen Ausblick für euch und ich glaube, das gelingt mir sehr gut mit dem Ton, möglichst wenig Störgeräusche, so wie jetzt hier fahrende Autos mit aufzunehmen. Manchmal lässt es halt eben nicht vermeiden, aber ich höre schon vorher, einige Sekunden bevor ich die Aufnahme starte, ob das funktioniert oder eben nicht. Ich könnte nochmal so ein Klingenpfad-Schild sehen. Also der Klingenpfad, der hat es mir nach wie vor auch angetan. Das reizt mich tatsächlich auch, den mal in einem Rutsch durchzulaufen, diese 75 Kilometer. Aber ja, also ich zwinge mich da jetzt nicht zu. Der Dominik ist aktuell mit dem Christian, aka Kölner in fette Henne, unterwegs von Köln nach Koblenz. 104 Kilometer oder 100 Kilometer in 24 Stunden heißt so die Wanderung. Wir sind auf jeden Fall schon ordentlich weit. Der letzte Stand der Dinge, den ich weiß, sind 45 Kilometer in 9 Stunden und 14 Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Also, ihr werdet sicherlich Erfolg gehabt haben. Und dann würde ich sagen, geht es erstmal heiter weiter. Ja, entlang der Straßen hier. Bis wir dann wieder im Wald sind.
Ja, ich glaube, mit Ruhe und so was alles kannst du dir abschminken. Hier sind mir so wieder so viele Leute entgegengekommen. Und an mir vorbei mit Hund, ohne Hund. Ja, ist ja auch normal. Ich meine, das ist ein ganz offizieller Wanderweg, der Klingenpfad. Schöne Grüße an die Dame nochmal, die mich im Übrigen auch als blöd bezeichnet hat. Wollte ich nochmal an dieser Stelle dazu sagen. Blöd bleibt blöd. So war ihr Wortlaut. Soll mir aber egal sein. Geht mir hier rein und da raus. Und weswegen ich euch jetzt hier mit den Worten von mir begrüße oder beglücke, ist die Tatsache, dass wir jetzt hier am Freizeitpark Intertal vorbeilaufen. Und ja, der ist ja seit geraumer Zeit geschlossen, weil der wohl stark sanierungsbedürftig ist. Teilweise waren da irgendwelche Urbags da drin und haben sich da umgeguckt, legal oder illegal. Darüber mag man jetzt streiten. Und aktuell ist der Stand wohl so, dass der Freizeitpark wieder aufgemacht werden soll. Aber wann, steht noch in den Sternen. Erstens das und zweitens, ja, wie lange die arbeiten und was auch immer da alles gemacht werden muss, dauern und wie kostenintensiv das ist. Ja, ich bin auch das ein oder andere Mal da gewesen und da damals musste ich wirklich schon sagen, das war schon sehr abgerockt. Also man kann das, ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber wenn ihr euch überlegt, ihr fahrt jetzt ins Phantasialand und da wäre immer noch das Space Center offen, so in dem alten Design, vielleicht kennt ihr ein oder andere das, mit diesem Geruch und ja, ich fand es damals richtig geil. Ich finde es ehrlich gesagt total schade, dass es das Space Center nicht mehr gibt. Das war ja zuletzt Temple of the Nighthawk, als ich das letzte Mal da war. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt wieder umbenannt haben. Im Prinzip die Strecke ist ja ganz grob immer die gleiche. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es zwei Fahrtrichtungen mit einer Weiche oder was, das kann ich nicht beantworten. Ja, aber ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, was das Intertal angeht. Und hier gibt es gleich auf der Strecke einen sogenannten Gesundbrunnen. Lass mal schauen, was das konkret ist. Ich weiß es, da kommt halt Wasser raus und es ist kein Trinkwasser. Wollen wir mal schauen, was es damit auf sich hat. Dann werde ich mir da auf jeden Fall mal einen leckeren Kaffee machen. Ich habe mein Esbit-Set mit dabei. Ich werde gleich auch noch die Spiritusflasche hier vorne mal in die Brusttasche packen, damit wir nicht die gleichen Probleme haben wie die Community-Wanderung, beziehungsweise bei dem Infovideo zur Community-Wanderung. Ah, hier wird schon wieder schwer gearbeitet da unten. Deswegen würde ich sagen, ich melde mich gleich dann nochmal am Gesundbrunnen. Weiter geht's. Verein für Naturschutz und Heimatpflege. Ja, hier unten kann man leider nicht mehr wirklich viel erkennen. Hier das Schild, was ich angesprochen hatte. Kein Trinkwasser. Da tropft fleißig was raus. Ich werde gleich mal bei Komoot schauen, ob ich da was rausfinden kann, wo das vielleicht herkommt. Und da drüben ist eine kleine Bank. Da mache ich mir jetzt erstmal einen leckeren Kaffee. So, liebe Leute, hier ist die Bank. Die werde ich jetzt hier nutzen. Ich werde jetzt mal eben mein ganzes Zeug auspacken. Ihr habt ja gesehen, ich bin ein bisschen aus dem Bild raus, macht aber nichts. Ich setze mich gleich sowieso hin. Den Spiritus habe ich hier in die Seitentasche reingetan, damit es ein bisschen ja, besser temperiert ist, dass das ein bisschen besser klappt. Dann würde ich sagen, ich baue jetzt hier eben auf und dann gibt es gleich einen leckeren Kaffee.
Das hat doch ganz gut funktioniert mit dem Spiritus jetzt. Offensichtlich machen diese paar Grad tatsächlich einen großen Unterschied aus. Also für die Zukunft weiß ich Bescheid. Ihr habt es gesehen. Zwei, drei Mal. Es war ein bisschen mehr. Vielleicht lasse es fünf, sechs Mal gewesen sein, bis da der finale Funke reinfliegt. Aber es hat doch deutlich besser funktioniert als bei der Community-Wanderung bzw. dem Infovideo dazu. Und ich finde es nach wie vor immer wieder toll, wie schnell das doch warm wird und heiß wird. Könnt ihr das nochmal sehen. Also ich finde es richtig toll. Also wenn ihr auf der Suche nach einem schönen, kompakten Kochset seid, ganz egal ob nur für Wasser oder auch für Speisen, dann schaut euch gerne mal das Speed Kochset an. Das ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Und ja, diese Flamme auch. Ich find's richtig toll. Also ja, ich habe auch jetzt überlegt, ob ich den Gaskocher mitnehme, aber nee. Ich wollte unbedingt nochmal mit dem Spiritus hier ausprobieren, auch was die Temperatur angeht. Und jetzt werde ich direkt das Wasser umkippen, damit das nicht zu heiß wird. Und ja, machen wir das Ding direkt aus hier. Ach, da ist die Flamme. Ich hoffe, man kann das sehen. So. Ist diesmal ein bisschen wenig Wasser geworden, aber das macht nichts. Machen wir das mit diesem wundervollen Deckelchen hier direkt wieder zu. So. Ja, und damit ist das im Prinzip eigentlich erledigt. Jetzt rühre ich das gleich noch ein bisschen um. Dann setze ich mich hier auf meine wundervolle Sitzunterlage, trinke mir meinen Kaffee, esse mir eine Banane heute zur Abwechslung mal. Ich habe zwar auch Corny dabei, aber ich habe heute mal was Gesundes dabei, eine Banane. Schöne Grüße an Mario, Mario Outdoor heißt der Kanal, meine ich. Der hat doch zu Recht moniert, dass ich beim Talk in der Natur nur ein Corny gegessen habe. So eine richtig deftige Brotzeit. Wäre da auf jeden Fall noch deutlich besser gekommen. Deswegen habe ich jetzt auf das Corny verzichtet und werde mir heute mal eine Banane gönnen.
auf euch, liebe Leute, die meinen Kanal abonniert haben, die Kanalmitglieder. Schöne Grüße auch an euch. Vielen Dank für die rege Teilnahme und die Unterstützung. An dieser Stelle ist es einfach mal wieder Zeit, Danke zu sagen. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Danke und möchte euch in gleichem Atemzug noch einige Informationen zu diesem Gesundbrunnen liefern, die ich jetzt so im Internet mal finden konnte. Und zwar wurde der 1931 errichtet. Da fließt Quellwasser aus einem Rohr. Woher das Wasser kommt, ja, offensichtlich scheint das eine Quelle zu sein. Und was ich jetzt gesehen habe, das stand auch in dem Artikel, dass dieses Rohr durch einen Schleifstein geführt wird. Da blende ich euch jetzt mal eine Sequenz ein. Und ja, das wird dann über diesen Schleifstein und dem Rohr durch diese Bruchsteinmauer kommt es da irgendwo her. Also mehr kann ich leider auch nicht sagen. Mehr habe ich auch nicht recherchiert bekommen. Außer, dass da halt eben noch steht, kein Trinkwasser. Ja, ich denke mal, das soll auch an Informationen genug sein. Sieht halt schön aus, ist so ein kleines Highlight, das kann man sich mal angucken. Dieses kein Trinkwasser, ja gut, das macht sie jetzt nicht so granatenmäßig da. Aber muss halt sein. Ich werde jetzt hier mir meinen Kaffee noch zu Gemüte führen, den letzten Schluck hier austrinken, dann werde ich hier zusammenpacken. Und dann geht's weiter Richtung Heidberger Mühlsee. So, meine Freunde, herzlich willkommen am Heidberger Mühlsee. Da könnt ihr die Mühle sehen oder habt sie schon gesehen. Der See ist im Moment leider nicht da. Ich denke mal, das wird einfach nur eine matschige Pampe da sein im Moment. Wir sind im Übrigen auch von einigen Kotten vorbei. Der Bastianskotten, der Mühle Ernenkotten. Die gehören aber alle, die sind natürlich alle im Privatbesitz. Da darf man natürlich nicht so ohne weiteres drauf. Ich glaube auch nicht, dass man da großartig viel erkennen kann. Man kann natürlich von außen so ein bisschen das Design erkennen, sage ich mal, den Bergischen Dreiklang. Teilweise sind da noch alte Schleifräder und sowas zu sehen, so wie halt eben bei diesem Gesundbrunnen da oben. Ja, ich glaube aber auch, den einen oder anderen kann man sicherlich besichtigen, wenn man die Anwohner oder die Eigentümer fragt, wobei sich halt eben die Frage für mich stellt, ob denn da überhaupt noch irgendwas zu sehen ist. Aber ist natürlich klar, hier fließt die Itter, ne, und generell an Bächen, Flüssen waren solche Kotten immer gebaut. Wipperkotten beispielsweise, Balkhauserkotten. Die sind natürlich an der Wupper, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, denke ich. Und hier habe ich damals auch den Klingenpfad komplettiert, genau an dieser Stelle hier. Da bin ich dann alle Etappen einmal abgelaufen gewesen. War das jetzt korrekt? Ich weiß es gar nicht. Und habe da damals gesagt, dass es mich doch reizen würde, den Klingenpfad einmal komplett zu laufen. Also, das nächste Jahr steht ja quasi mehr oder weniger schon vor der Tür. Kann man sich vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Und für mich geht es jetzt weiter zum Botanischen Garten. Ich muss jetzt gleich meine Tochter abholen. Zumindest da in die Richtung Botanischen Garten. Und mit diesen Worten bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert doch gerne diesen Kanal. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg.